Tja, den Rest der Geschichte kennt ihr ja. Ohne die Erinnerungen an seine Abenteuer jenseits der Zeit ließ Rufus nichts unversucht, um nach Elysium zu gelangen. So lernte er schließlich auch mich kennen. Er befreite mich aus den Klauen des Organon, versuchte mich nach Elysium zurückzubringen und rettete schließlich mit mir zusammen Deponia vor der sicheren Zerstörung. Am Ende jedoch ließ er los. Und fiel. Bis plötzlich... Hat hier jemand ein Taxi bestellt? Goal? Brauchst du eine Extra-Einladung? Na los, nimm meine Hand. Schnell, Moment. Den Teil kennt ihr ja noch gar nicht. Los! Hab dich! Goal! Ich fasse es einfach nicht! Bist du es wirklich oder bin ich schon tot? Du wärst tot gewesen sein. Das konnte ich nicht zulassen. Ach, aber Haare abschneiden, das geht. Halt die Schnauze und lass mich dich hochziehen. Halt! Aufhören! Lass den Mann los! Alles muss so bleiben, wie es schon einmal geschehen ist. Wer zum Kuckuck seid ihr denn? Das hat dich nicht zu interessieren. Wichtig ist nur, dass du begreifst, was hier auf dem Spiel steht. Wenn du ihn fallen lässt, werden wir dich in deine Zeit zurückbringen. Wenn du dich aber weigerst, bin ich gezwungen, das Seil zu kappen. Also, zum letzten Mal, lass ihn los. Wer oder was zur Hölle ist das? Kein Schimmer, aber ich glaube, sie blöffen nur. Ihr blöfft nur. Ihr würdet nicht zulassen, dass ich in den Tod stürze. Ich werde ihn hochziehen, ob es euch gefällt oder nicht. Bist du sicher, dass das eine gute Idee ist? Ganz sicher. Also los jetzt. Hoch mit dir. Hochziehen? Ich weiß ja nicht. Was ist, wenn wir loslassen? Wir einfach loslassen. Und es gut sein lassen. Wer sagt's denn? Ich habe es geschafft. Dieses Mal habe ich dich gerettet. Sieht so aus, als wären wir quitt, was? Tja, sieht so aus. Leider hat die Sache einen Haken. Hä? Wieso? Nun, die haben doch nicht geblufft. Hä? Was zum... Hey, wir leben! Die Rückschubdüsen müssen den Fall gebremst haben. Hörst du, Goal? Wir leben noch! Wir... Goal? Goal? Oh nein, nicht doch! Goal! Goal! Ja, oh, Schande. Akkus auf Tiefstand. Gefahr, Gefahr. Lebensmittel aufbrauchen oder Akkus neu laden. Was? Puh. Was ist los? Ich weiß nicht. Wir sind nicht tot, glaube ich. Offenbar meinten die Utopianer das mit dem Kaltmachen doch wörtlicher als befürchtet. Warnung! In 512 Meilen Entfernung wurde ein Plasmasprengkörper gezündet. Thermonukleare Kettenreaktionen verbreiten sich mit fünffacher Schallgeschwindigkeit über den Planeten. Strukturelle Integrität der Schrottkruste wird in einer Minute versagen. Warnung! Ihr Gefriergut ist in Gefahr. Moment mal, in einer Minute geht die Welt unter? Und ich, Trottel, hab vergessen, die Post abzubestellen. Ach, du Schande. Schon toll, so ein Multifunktionskühlschrank. Ich dachte schon fast, es wäre vorbei. Jetzt geht's hier noch weiter. Und nun? Aber natürlich. Können wir kurbeln? Noch einmal zurück. Denkst du dasselbe, was ich auch denke? Oh, bitte nicht. Gibt es denn keine andere Möglichkeit? Ich sehe keine. Wir werden uns an nichts erinnern, oder? Das ändert nichts daran, dass es eine tolle Zeit war. Ja, das
war's. Mach's gut, Rufus. Es war mir eine Ehre, Cole. Oh weh. Ich muss dann noch einmal von vorn. Was für ein Albtraum. Ich war alt und hatte einen Schnurrbart und klang wie Frank Zander. Außerdem waren alle meine Freunde tot. Elysium war abgestürzt und ich habe Deponia in die Luft gesprengt. Entsetzlich. Ein Bild des Grauens. Ich mit einem Kotzbalken im Gesicht. Na, zum Glück ist ja alles wieder wie vorher. Ich kann es kaum erwarten, meinem Schnucki-Hasi Toni davon zu berichten. Und damit willkommen offiziell zum ersten Part von Deponia Doomsday. Ein neues Projekt auf 21st LP. Oh, okay, jetzt haben wir hier erstmal einen Schraubenschlüssel. Wir starten ein neues Projekt hier. Knickerfolie aus dem Postbüro. Was hatte ich damit noch gleich vor? Ach egal, ich lasse sie einfach hier, bis mir wieder eingefallen ist, wofür ich sie brauche. Okay, können wir Ofen anmachen. Das Feuer ist aus. Okay, na dann starten wir mal ins Abenteuer. Ich glaube, wir gehen mal raus von der Tür. Schauen mal, was uns in diesem Abenteuer so erwarten wird. Sauber. Während ich geschlafen habe, hat sich der Ballon mit Gas gefüllt. Jetzt muss ich nur noch die Flamme einstellen und dann... Elysium, ich komme. Ha, Toni wird Augen machen. Ich sollte schon mal ihre Kristallgläser verstauen. Nicht, dass da noch irgendeine Ecke abbricht, ne? Auf nach Elysium! Hä? Was ist denn jetzt? Ha, verdammt, der Ofen ist ja noch aus. Wie dumm von mir. Hoffentlich hat das keiner gesehen. Außerdem wollte ich doch Toni mitnehmen. Okay, na dann. An die Arbeit. Nein, stopp. Das kommt mir irgendwie bekannt vor. In meinem Traum war es genauso. Ich hatte die Knickerfolie vergessen. So ist letztlich alles in die Brüche gegangen. Toni war so wütend, dass wir uns schließlich getrennt haben. Und dann habe ich eine Verschwörung des Organon aufgedeckt und eine Revolution gestartet. Memo an mich selbst, vor dem Einschlafen nicht mehr am Gummierstift lutschen. Okay, dann war die Knickerfolie. Diese Zukunftsvision haben was. Ich sollte Prophet werden. Tatü, tata. Die Knickerfolie. Stopp! Sie können hier nicht parken, Sie! Dieser Schabernack war in meiner Vision nicht vorgesehen. Stopp, stopp, stopp! Du willst doch jetzt nicht etwa die ganze Geschichte von vorn erzählen. Aber darum geht es doch. Jetzt, da ich den Stromumkehrer in das Gedankendingsbums geköpft habe, kann ich mich an alles erinnern. Moment, ich bin verwirrt. Hast du nicht eben noch erzählt, du hättest verfehlt? Hab ich ja auch, du Hohlkopf. Und zwar all die anderen zigtausend Male, an die ich mich jetzt wieder erinnere. Aber eben habe ich getroffen. Hast du nicht die krassen Spezialeffekte gesehen? Was denkst du, warum ich so alt aussehe, hm? Da war ich wohl abgelenkt. Der Stromumkehrer hat die Wirkung des... Das ist ja Wahnsinn. Blux. Shinshuma-Klux. Des Gedankenlesers invertiert. Anstatt zu vergessen, erinnere ich mich jetzt an alles. Erinnerungen an über 100 Jahre der immer gleichen Geschichte. Denkst du etwa, deine Haut würde das besser wegstecken? Das ist doch ein Trick. Fauler Budenzauber. Nichts weiter. Sehe ich so aus, als würde ich tricksen? Ratatatatat. Ich hab Gicht, Mann. Wir haben das Problem komplett unterschätzt.
Wir haben es nicht nur mit einer Schleife zu tun. Die Zeitschleife, die ihr mit dem Chrono-Car erzeugt habt, war nur eine kleine Schleife innerhalb einer viel größeren. Und diese größere wiederum hat zwei Schlaufen, von denen die eine viele weitere Schleifen hat. Erst am Ende der zweiten Schlaufe beginnt die große Schleife von neuem. Wovon faselt der Opa? Ich glaube, ich weiß, was er meint. Es ist wie bei einem Pizzakarton, den man in der Mitte faltet, um dann mit einem Stift... Ach, Unsinn, kein Pizzakarton. Es ist eigentlich ganz einfach, nur eben inkompliziert. Das alles hier ist bereits viel tausendfach passiert. Zu oft, um es zu zählen. Und wenn ihr jetzt noch einmal mein Gehirn lasert, wird es wieder und wieder passieren. Ich und Goal, also Goal und ich, werden Deponia retten. Ich werde fallen. Sie wird versuchen, mich aufzufangen. Ihr werdet das Kabel kappen. Goal wird sterben. Ich werde die Welt in die Luft jagen. Goal und ich werden auftauen und die Zeit zurückkurbeln. Dann ist alles auf Anfang. Und ich werde mehr Chronicle kennenlernen. Timepod klauen, Future Goal aus der Zukunft retten, von Elysium absprengen. Und nachdem wir über den halben Planeten und durch die Zeiten gehetzt sind, sitzen wir am Ende doch wieder hier. Der einzige Unterschied? Dieses Mal habe ich mit dem Stromumkehrer getroffen. Und daher weiß ich, das hier ist unsere einzige Chance, den Kreis zu durchbrechen. Ach ja? Und wie willst du das anstellen? Du siehst so aus, als könntest du nicht mal einen Cracker durchbeißen. In diesem alten Gehäuse steckt noch mehr Wind als in deiner ganzen Hose, du Grünschnabel. Ich habe einen Plan. Zuerst müssen wir ihm da das Gehirn löschen, was keinen großen Unterschied machen wird. Hey! Einer muss ja schließlich dafür sorgen, dass Deponia gerettet wird. Sobald er wieder ahnungslos im Ballon schlummert, ist die Zeit reif. Für ein weiteres, brillantes Rohfußmanöver. Na super. Hast du noch mehr solche Ideen? Wer sind Sie denn? Der gleich den Oberf aufreißt. Du das war ein tolles Rufusmanöver. Für alle Mal zerstört. Und die Zeitschleife existiert nach wie vor. Irgendwo in der fernen Zukunft wiederholt sie sich immer und immer wieder. Tja, schön wär's. Da wir euch nicht eingefroren haben, wird dieses Mal auch niemand die Zeit zurückkurbeln. Der alte Rufus wird Deponia sprengen. Und das war's dann. Oh. Naja. Immerhin ist es nicht dasselbe dämliche Ende wie vorher, was? Oha. Freut euch nicht zu früh. Rufus? Wie jetzt? Noch einer von der Sorte? Welcher Rufus bist du nun wieder? Ich bin der Rufus, den ihr auf Elysium zurückgelassen habt, ihr Vollnasen. Das ist unmöglich. Wir haben dich beseitigt, bevor wir uns um Future Goal gekümmert haben. Habt ihr? Natürlich. Er hätte doch sonst nur wieder die andere Goal aufgehalten. Aber davon hattet ihr gar nichts erwähnt. Sie kennen ja auch nur die halbe Geschichte. Aha. Scheibenkleister. Aha. Hey, wer ist da? Zimmerservice, okay? Aha. Sind wir hier wieder angekommen? Wir nehmen den Helm wieder mit. Ich kenne die Geschichte doch. Dann gehen wir hier wieder raus und sehen einen Elefanten. Was ist anders? Aber ich komme nicht drauf, was? Es ist der berühmte Elefant im Raum. Dachtest du wirklich, du könntest einfach so unser Umux stehlen? Falsch gedacht. Du gehörst nicht in diese Zeit. Wir werden dich entfernen müssen. Ach ja? Dazu müsstet ihr mich erstmal fangen. Hey, stopp! Ich sagte, stehen bleiben! Du kannst deinem Schicksal nicht entfliehen, auch wenn es ein umständliches Kostüm trägt und darum leicht aus der Puste kommt. Aha, na, das werden wir ja sehen. Können wir hier mit dem das dann Terminal? Jetzt bist du dran! Nur einen Schritt weiter und ich löse die Selbstzerstörung aus. Schaffst du das auch, bevor wir dich aus diesem Zeitkontext geschossen haben? Gute Frage. So, jetzt bist du dran. Zingmehlflaschen. Und weiter. An die Tür.
kriegen wir dich. Ich kann euch langsam nicht mehr ernst nehmen. Das solltest du aber. Wir werden dich zerstampfen wie eine Nushu-Nushu-Milbe. Ich bleibe lieber auf Distanz. Sie mögen scheiße aussehen, aber ich glaube, sie meinen es ernst. Wir werden dich zerstampfen wie eine Nushu-Nushu-Milbe. Was sollen wir tun? Monsterfüße. Gleich. Nachdem wir uns ein bisschen ausgeruht haben. Wenn ihr mich reinlasst, kriegt ihr was ganz Tolles. Ist es zufällig ein... Ja, genau. Dann passen wir. Puh. Gleich. Nachdem wir uns ein bisschen ausgeruht haben. Aha. Können wir hier wieder runter? Na komm, hier rein. Immer noch blockiert. Aber ja. Ist das anstrengend? Ich habe dir gesagt, wir sollten öfter mal joggen. Versteck dich. Da draußen läuft ein Wilder. Ich weiß. Oh nein. So lange. Stopp. Ich glaube, ich bin in einen Splitter getreten. Kann ich mir etwas Milch ausleihen? Ist das jetzt drin? Da draußen. Ich lege doch... Ich glaube, ich bin in einen Splitter getreten. Du bist so Komm, eine Kommen die irgendwo hier. Eine richtige Müllsox. Ja, eine Müllsox. Was sollen wir hier tun? Puh. Gleich. Nachdem wir uns ein bisschen ausgeruht haben. Ich habe dir gesagt, wir sollten öfter mal joggen. Nur einen Schritt weiter und ich schaff's. Okay, vielleicht ich rein. Ich habe dir gesagt, wir sollten öfter mal joggen. Vielleicht müssen wir hier zurücklaufen. Und hier wieder reinlaufen. Portal hier nutzen, Knopf drücken. Das ist ja mal eine dünne Ort. Es gibt offen nichts wie weg hier. Was ist denn jetzt schon wieder kaputt? Eine Art Wegfahrsperre? Na toll. Ja. Und nun raus hier. Loses Panel. Na sowas. Hier ist eine Nische. Aber sie ist leer. Verdammt. Dafür brauche ich nur... Und? Die Vase. Eigentlich wollte ich die... Aber mir gehen auch langsam... Und so lang... Hoppla. Eine Kohlenzange. Kuckucksuhr. So viele. Warum hab. Egal. Ohne Werk. Wir nehmen eine Zange, eine Kohlenzange. Zeit läuft ab, aber okay. Aber wir können uns jetzt hier so ein Ding ins. So ein. Ich verstehe. Eine 3D-Brille. Na sowas, aber sie... Keine Nägel? Nein, hierfür brauche ich... Hab ich dich endlich! Müssen das eine 4D-Brille und auf, oder müssen wir dich gewaltsam aus dieser Zeit entfernen? Ja, solange man mir eine Waffe vor die Nase hält, ist es doch so wie... Wir müssen uns unser Werkzeug wieder basteln. Das Portal, das sie unter meinen Füßen geöffnet hatten, führte in die Zwischenzeit. Dort geriet ich mitten in eine gewaltige Schrottlawine, die mich in die Tiefe riss. Als würde eine ganze Stadt in einen klaffenden und auch nicht sehr angenehm riechenden Höllenschlund stürzen. Paradox City, die Stadt muss abgerutscht sein, als sich die Zukunft unter ihr auftat. Ja, aber auch diese Zeitlinie hatte ein Ende. Nach einer Ewigkeit im freien Fall schlug ich schließlich dort auf. Mein letzter Gedanke war, hätte ich doch auch eine Waffe, mit der ich Portale öffnen kann. Vielleicht hätte ich damit meinen Fall bremsen können. Das erklärt nicht, wie du auf unseren Rücksitz kommst. Nein, tut es nicht. Nun lasst mich doch mal ein bisschen
Spannung aufbauen. Ich nehme an, dass das Ganze so oder so ähnlich viele tausendmal passiert ist. Und jedes Mal kam ich anschließend auf Elysium wieder zu mir und hatte alles vergessen, fast alles. Denn allmählich kamen mir diese Abläufe schon ein bisschen bekannt vor. Na toll. Scheibenkleister. Hey, wer ist da? Zimmerservice, okay? Nimm den Helm. Tja, wir müssen irgendwie... Ich glaube, ich irgendwie... uns unser Werkzeug zusammen... sammeln. Dachtest du wirklich, du könntest... Hey! Hey! Stopp! Das tun wir am besten, wenn wir hier einmal rumlaufen. Oh. Milch geholt? Check, mehr war nicht abzugreifen. Vielleicht können wir die Milch hier unten... Die Milch verstecken. Würde hier genau hineinpassen. Aber ich bezweifle, dass der Elefant ihretwegen hinter mir her ist. Irgendwas mit der Milch. Kohlenzange. Die Uhr. Wir müssen irgendeinen Weg finden. Eigentlich wollte ich, aber mir geht es. Hoppla. Glasscherben. Cole hat mir erzählt, dass sie... Ich habe keine Zeit dafür. Badezimmer. Können wir daraus irgendwas basteln? Kommt schon, jetzt glitzert hier. Es ist noch nicht. Da sind aber ganz schön. Kein Wunder. Keine Nähte, nein. Wofür kann ich die Zange gebrauchen? Dein Putz. Nichts wie weg hier. Das scheint nichts zu bringen. Was, wenn wir rausgehen? Hab ich dich endlich! So ein Mist. Aber wie? Es fehlen doch noch wichtige Sachen. Brüllen bestellt zum Beispiel. Den Helm. Ich weiß nicht, können wir damit vielleicht irgendwas anfangen. Tja. Ich glaube, ich werde. Ich komme. Es ist der. Das hatten wir das doch schon mal. Hey, stopp! Und dann wieder hier, ja, Milch geholt. Ich glaube, wir sollen auf jeden Fall die Dinge mal einsammeln. Vielleicht können wir dann mit Chronokar irgendwas tun. Mehr war nicht. Die Milch. Das ist die Kohlenzange. Dann können wir mit der Kohlenzange in die Uhr. Können wir noch das Kletis-Kostüm mitnehmen? Können wir nicht. Die Vase. Eigentlich wollte ich die, aber... Dann müsste jetzt noch genügend Zeit fürs Timeport haben. So, vielleicht gibt es hier eine Einstellung, die ich noch nicht gesehen habe. Nee. Nichts. Nichts wie weg hier. Was ist denn jetzt eine Art weg? Ja, aber wie? Hier sieht genauso aus wie das erste Menü. Interessant. Oha. Ich wusste doch, dass ich es ohne die Gebrauchsanleitung schaffe. Sehr gut. Und ab. Ab hey, dafür. Stopp! Wo willst du hin?
Oha. Das hier ist doch nicht die Zwischenzeit. Ich muss direkt durch ein zweites Portal gerauscht sein. Ach, du dicker Vater. Das hier ist Golds Kindheit. Mach nicht so einen Lärm da unten, junges Fräulein. Du weißt doch, Ungehorsam führt zu Chaos. Chaos führt zu Müll. Und Müll führt zu Deponia. Er hat sich gerade davon disqualifiziert, seine hypothetischen Enkel übers Wochenende aufzunehmen. Sehr hypothetisch. Okay. Jetzt mal mich rein. Verderbliche Milch in einer geheimen Nische verstaut? Check! Okay. Können wir den Fernseher anmachen? Das ist, glaube ich, eine gute Idee. Hey, die Telebuddies! Oh nein. Es wäre um ein Haar meine Lieblingsserie gewesen, aber die Synchronstimme von Stinky Pinky konnte ich nicht leiden. Eine Woche lang habe ich geheult und mit Brei um mich geworfen. Aber letzten Monat habe ich mich Goal scheint es auch zu gefallen. Ich hoffe, sie sitzt nah genug, um alles zu erkennen. Sehr schön, können wir den... Können wir noch den Schnuller wegklauen? Welches brave Kleinkind gibt dem Onkel Rufus seinen leckeren Lolli? Na toll, so ein Baby sein Lolli geklaut. Wie denn? Bestehst du etwa immer noch auf diesem langweiligen Buch? Du hast doch jetzt Stinky Winky. Ach, das gibt's doch nicht. So, die Lunchbox können wir noch dann mitnehmen. Wollen wir doch mal nachschauen, was ein Oberkontroll... Na, spannend. Wir haben nicht die Zeit dafür. Nimm's mit. Diese Süßigkeiten ruinieren dir auf Dauer nur die Zähne. Ein Teil... Nimm mit. Oh, verdammt. Und weg hier. Überraschung! Falsch gedacht. Und jetzt bin ich dran mit Suchen. Wieder falsch. Du bist jetzt dran mit eliminiert werden. Und Gnade dir, Xorfix, wenn du hier irgendetwas verändert hast. Nein. Gar nix. Hätten den Lolli noch in die Lunchbox packen müssen. Das haben wir, glaube ich, verpasst.